Reiche, die haben auch nichts zu plündern. Vorkriegsgeld, was haben wir hier? Leer. Ich weiß schon, wie da was rumläuft. Ich muss gleich wieder was erschießen. Was ist das denn? Ödländer. Hauptsache der Drogen am Start. Bam in die Fresse. Ich frage mich, ob es hier was gibt, was sinnvoll ist, oder ob ich hier aber noch so rumrenne, just for fun. Gewehrschrank, Munition. Munition ist immer sinnvoll. Auch wenn ich reich bin. Das mir eigentlich kaufen könnt. Das große Buch der Wissenschaften. Hallo. Mach ihn kaputt. Okay. Wer wird als nächstes? Was habe ich denn hier Schönes entdeckt? Dann. Spend, spend, spend. Noch spend und noch spend. Leicht. Witzig. Fast. Safe. Öffnen. Ich denke da gar nicht mehr nach bei diesen knacken Dingern. Wie das hier. Munition, Munition, Munition. Das war Geld. Okay. War ich jetzt überall? Alles tot, alles abgemetzelt habe ich. Hier komme ich her, genau. Gehen wir mal da lang, da war ich noch nicht. Der hat mich erschreckt, habe ich geschossen. Nee, ich habe den erwartet eigentlich. Ist das zu schön, ist nichts, okay. 3 ist 2, aber er geht nicht, passt. Habe ich hier Schönes? Kronkorken. Okay,
Hier war auch nichts mehr. Was für ich bin überlassen, kann ich es mehr tragen. Was sagt er da? Die Umgebung darf man nicht aus den Augen lassen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Da muss ich hin, genau. Dann da. Und hier hoch. Diese Gegend. Empfangsbereich gleich. Was gibt es hier Schönes? Hi. Ah, hier sind die Toten. Hier geht's immer hoch, genau da geht's hoch. Alter. Scheiß Zwerge. Schärfen. Gott, ich dachte, es wäre eine Schrotflinte gewesen. Aber das war wohl nicht der Fall. Gott sei Dank bin ich so schnell unterwegs. Ist der Typ dämlich oder was? So, jetzt dahin. Ja. Dann gehen wir nach Megaton, ja. Das will ich schnell verkaufen. Was ist los? Hallo. Alter. Wollt ihr mich küssen oder was? Also bei der Frau ist ja okay, aber der Typ. Verstehe ich nicht. Passt, gehen wir rein.
Hallo. Machen Sie sich nichts aus dem Rauch. Okay, reparieren wir meine Sachen. Alles. Zeig mal, was du hast. Was kriege ich dir jetzt heute? 10 mm Pistole, ja. Ja. Jagdflinte, ja. Okay. Schmutzwasser. Ja, kannst du von mir aus auch haben. Granaten, Minen, Stange, Zigaretten. Kampfrüstung. Vorkriegsgeld. Die hat auch noch genug. Gute Jagd. Danke. Hallo. Wie geht es dich? Jetzt geh ein paar Sachen schnell weglegen. Dann machen wir mal wieder eine Mission. Mitgeführten Dinge abgeben. Da habe ich schon ein paar Puppen. Sieht schon ganz schick aus. Was habe ich für Aufgaben? Der amerikanische Traum. Bei ältesten Lions in der Zitadelle vorstellig werden. Das kann ich nicht. Ohne Witz. Ich versuche jetzt ein letztes Mal. Da ist eine Tugener. Gott verdammt, bin ich blöd. Dein Scheiß Ernst, oder? Ich finde es immer so geil, dass sie die Waffen einfach hochheben. Mich dann damit töten wollen. Und den Holzhammer, den kannst du wieder haben. Stirb. Keine Chance, Alter. Mensch, Leute, so kann man das nicht einmal friedlich regeln. Schön Kaffee trinken zusammen. Sagen, ey Leute, gebt lieber auf. Und dann machen wir einen fetten Waffenvergleich. Bin ich da runtergefallen?
Okay, da höre ich Schüsse. Die sind nicht auf mich. Hey, du Mutant rüber, Lord. Alter. Ich stecke irgendwo fest wieder. Das für ein Viech, bitte. Ah, was ist mit dir los? Schau mal, der hat einen ganzen Hydranten als Waffe. Ah. Ah. Feuerlöschhydrant. Ich glaube, ich sollte gehen, Kollege. Ah! Das ist doch ein fettes Viech. Munition, Munition. Der war zwar ganz gut, aber nicht gut genug. Ach so. Das dachte ich mir schon, wieder kommt eine U-Bahn hin. Aber nichts da. Sieht nur so aus, als ob, und dann nichts da. Gehe mal hier hin. Jetzt habe ich mein Ziel gefunden, endlich. Ein toter Paladin. Hallo? Hallo? Ein, zwei Toter, da ist ein dritter, vier Toter. Hallo? Danke. Galaxy News Radio. Hallo? Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Ritter Dürren. Wenn Sie irgendwas brauchen, stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Wofür ist dieses Gebäude? Ich muss mit Free Dog sprechen. Okay. Und du, Ritter? So kannst du den gleichen Mist sagen. Was bist du für einer? Freie Stimme des Volkes, was soll das heißen? Naja, der einzige andere Radiosender, den man klar und deutlich empfangen kann, ist der Sender der Enklave. Aber die senden nichts als Lügen und Propaganda. Galaxy News Radio hingegen berichtet über das, was wirklich passiert. Was macht die Bruderschaft hier? Wir haben eine enge Bindung zum Sender. Wir bleiben hier in der gesicherten Anlage und schützen ihn vor den Supermutanten. Das ist der einzig wirklich sichere Ort, wo wir ihn kommen. Alle anderen sind voll diesen wandelnden Scheußlichkeiten. Es ist gut, im Sturm einen sicheren Hafen anlaufen zu können. Wissen Sie? Okay, ich muss los. Viel Glück. Eigentlich hätte ich hier schon viel, viel früher hingehen müssen sollen. Ich habe einen großen Teil meiner Mission übersprungen. Das ist von der Hauptstory, habe ich großen Teil übersprungen. Ich weiß auch nicht wieso. Ich glaube, weil ich einfach irgendwo reingerannt bin, wo ich noch nicht reinrennen hätte sollen.
Jetzt ist Free Dog. Hey Kollege. Das ist ja schon Diebstahl oder was? Was hier unten? Er fordert einen Schlüssel. Hey, da ist er ja. Ihr Blick sagt alles. Sie denken, wer zum Teufel ist dieser Kerl und was geht er mich an? Gut. Seien Sie darauf gefasst, erleuchtet zu werden. Ich bin Three Dog, Plattenleger und Stimme der Wahrheit, Herr und Meister des besten Radiosenders der weiten Wüste, Galaxy News Radio. Und Sie? Ich weiß, wer Sie sind. Hab von Ihrem Abgang aus der Vault gehört. Auf ins Unbekannte, was? Ganz wie der Papa. Den kenne ich nämlich. Was soll diese protzige Einleitung? Ach du heiliger Mist, der Typ vom Radio. Ja, voll ins Schwarze. Normalerweise stehe ich ja nicht so im Rampenlicht. Schön zu wissen, dass mir jemand zuhört. Das macht den guten Kampf um einiges einfacher. Der gute Kampf? Worum geht es da eigentlich? Stellen Sie sich ein Bild vor, okay? Ein Bild des Ödlands, der Hauptstadt. Und was sehen Sie? Nur Ziegel und Steine. Und sonst nicht recht viel, oder? Die Leute hier kommen mehr schlecht als recht über die Runden. Sie müssen kämpfen, um zu überleben und das bisschen zu behalten, das sie noch haben. Dazu kommt noch der andere Mist. Sklavenhändler, Supermutanten, Raiders, die auch ein Stück vom Kuchen wollen und es sich mit Gewalt nehmen. Intelligenz, dann kämpfst du den guten Kampf mit deiner Stimme auf Galaxy News Radio. Hol mich der Teufel! Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, was? Sie sind wirklich so clever wie Ihr Vater. Weil Sie über die Ursache ja bestens Bescheid wissen, brauche ich Ihnen die Wirkung nicht zu erklären. Also los, machen wir uns an die Arbeit. Woran war zu erkennen, was ich brauche? Ich bitte Sie. Sie reden hier mit Three Dog. Ich habe mein Ohr am Boden und höre die herannahenden Pferde schon von Weitem. Aber wenn Sie meine Hilfe wollen, müssen Sie Ihren Teil zum guten Kampf beitragen. Ich freue mich über jeden Hinweis, der mir weiterhilft. Ich höre andauernd irgendwas. Das meiste ist belanglos, aber hier und da schleicht sich was an deine Frau ran und geht ihr an die Wäsche. Heute ist wohl ihr Glückstag. Rein zufällig weiß ich von einem geheimen Waffenlager des Militärs, das vom Zahn der Zeit unberührt blieb. Wenn Sie mehr wissen möchten, müssen Sie zum guten Kampf beitragen. Ich bin auf alles vorbereitet. Gut, denn das wird nicht einfach. Galaxy News Radio ist mein Baby. Ich liebe es, füttere es und wechsle ihm die Windel. Da ist nur eins. Außerhalb von DC hört es keiner schreien. Wissen Sie, irgend so ein Supermutant dachte sich, es wäre witzig, das glänzende, runde Ding auf dem Washington Monument unter Beschuss zu nehmen. Ich sehe schon, wo das hinführt. Genau. Das glänzende Ding war unsere Sendeantenne. Jetzt sieht sie aus wie Schweizer Käse. Ohne sie ist unser Sendebereich sehr eingeschränkt. Natürlich gibt es den Hersteller der Sendeschüssel schon lange nicht mehr. Was bedeutet, dass wir vergessen können, einen Ersatz dafür zu bekommen. Die hört sich langsam riskant an. Es ist risikoreich. Warum sollte ich lügen? Aber in Ihren Augen sehe ich etwas, das geradezu herausschreit. Ich ziehe den Karren aus dem Dreck. Ihr Papa hatte denselben Blick. Deshalb hilft Three Dog Ihnen. Na gut, wie kann ich behilflich sein? Einer der Kerle der Bruderschaft erwähnte mal, so eine Schüssel in einem der alten Museen von DC gesehen zu haben. Das ist die Schüssel des alten Mondlandegerätes Virgo 2 im Technischen Museum. Sie müssten sie klauen, zum Washington Monument bringen und sie anstelle der kaputten montieren. Das wäre alles. Wir haben einen Deal. Ich kenne eben meine Pappenheimer. Sie sind das Beste, das Galaxy News seit langem passiert ist. Wenn Sie noch weitere Infos brauchen, ich warte hier auf Sie. Okay.
Galaxy News Radio Mission. Okay.